Moin, wir sehen uns heute an, wie man Kreise berechnet. Dazu brauchen wir eine wichtige Größe, und zwar Pi. Pi ist erst einmal nur ein griechischer Buchstabe, aber Pi, die Kreiszahl, ist rund 3,141. Wir können natürlich den Taschenrechner verwenden, um einen genaueren Rundungswert für Pi zu nutzen. Woher Pi genau kommt, ist Thema für ein anderes Video. Zum Rechnen müssen wir einfach einen ungefähren Wert für Pi kennen. Daher kommt übrigens auch die Frage, warum Seeräuber keine Kreise berechnen können. Antwort, klar, weil sie Pi raten. Als erstes sehen wir uns die wichtigen Begriffe an, die wir bei der Kreisberechnung brauchen. Zuerst haben wir den Durchmesser. Der Durchmesser geht einmal durch den Kreis, vom Rand zum Rand, durch den Mittelpunkt. Der Radius dagegen geht nur vom Rand zum Mittelpunkt oder eben vom Mittelpunkt zum Rand. Hier sehen wir auch direkt den Zusammenhang. Der Durchmesser ist der doppelte Radius. Und wenn wir in einer Aufgabe den Durchmesser gegeben haben, können wir ihn einfach durch 2 teilen und bekommen so den Radius. Ich würde euch immer empfehlen, die Formeln mit dem Radius zu verwenden, da man es sich so leichter merken kann. Und eine erste Formel gibt es für den Umfang. Mit dem Umfang ist selbstverständlich die Außenlinie gemeint, das heißt diese hier, also die Außenkante des Kreises. Der Umfang berechnet sich über 2 mal Pi mal R. Und dann haben wir noch den Flächeninhalt des Kreises. Das ist genauso, wie wir es auch bei anderen Figuren kennen, eben die Innenfläche bis zur Umrandung. Und die ergibt sich über Pi mal R zum Quadrat. So gesehen sind Kreise also etwas sehr Einfaches. Mehr als diese beiden Formeln gibt es nämlich nicht. So viel können wir mit Kreisen nicht machen. Und wie ihr schon seht, kommt in den Kreisen das R vor. Das ist die Standardformel. Ich könnte natürlich auch das D nehmen. Ich zeige das einmal beim Umfang, denn manchmal steht es so in den Formelsammlungen. Wir wissen ja, dass der zweifache Radius, also der doppelte Radius, D ist. Wir könnten also auch für den Umfang schreiben, der Umfang ist Pi mal D oder D mal Pi. Einfach Durchmesser mal Pi. Das würde ich aber nur zum groben Schätzen empfehlen. Also wenn ihr ungefähr den Umfang eines Kreises wissen möchtet, rechnet einfach den Durchmesser mal 3. Zum Runden ganz okay, aber merkt euch lieber die Formeln mit dem Pi, sonst kommt man da einfach durcheinander und weiß dann gar nicht mehr, was die richtige ist. Das heißt, wir merken uns, der Umfang ist 2 mal Pi mal R und der Flächeninhalt ist Pi mal R². Um das zu vertiefen, machen wir doch einfach mal ein Beispiel dazu. Hier unten habe ich einen weiteren Kreis und dort nehmen wir jetzt einfach mal ein paar Maße an. Hier habe ich den Radius und wie groß könnte der Radius sein? Ja, schätzt man das mal, vielleicht 1,9 cm. Wenn wir den Radius kennen, können wir alles berechnen. Schreibt dazu lieber noch einmal die Formel auf, dann setzt in die Formel ein, rechnet sie aus und rundet gegebenenfalls. Für den Umfang heißt das 2 mal Pi mal R. Also 2 mal Pi mal 1,9 und die Zentimeter schreibe ich mir an den Rand, damit ich weiß, dass ich alles in Zentimetern rechne. An der nächsten Stelle könnten wir schon den Taschenrechner verwenden, wir können es aber noch einmal exakt aufschreiben. Das exakte Ergebnis ist dann nämlich 1,9 mal 2, also 3,8 Pi. Und das können wir jetzt einmal mit dem Taschenrechner runden. Dazu geben wir 3,8 ein, dann mal und dann meistens mit einer Shift-Taste irgendwo versteckt findet sich Pi. Und damit kommen wir auf rund
11,94 cm. Denk daran, spätestens beim Antwortsatz einmal die Einheiten dazu zu schreiben. Da das jetzt bei mir überflüssig ist, wir üben ja nur, mache ich es an dieser Stelle. Und jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal für den Flächeninhalt. Die Formel für den Flächeninhalt lautet Pi mal R zum Quadrat. Auch hier setze ich wieder ein, Pi bleibt stehen und der Radius ist 1,9 zum Quadrat. An der Stelle könnte ich jetzt auch erst wieder 1,9 zum Quadrat exakt ausrechnen, aber hier möchte ich vielleicht schon mal das Ergebnis runden. In der Aufgabe steht ja eventuell sowieso, runden Sie auf zwei Stellen nach dem Komma. Und dann gebe ich jetzt hier den Taschenrechner ein, Pi mit Sonderzeichen mal 1,9 zum Quadrat. Und das ergibt ungefähr 11,34. Und bei den Einheiten vorsichtig sein, hier ist es eine Fläche, also Zentimeter zum Quadrat. Ja, so geht das. Und damit haben wir tatsächlich schon alles bearbeitet, denn bei euch können diese Aufgaben nur mit anderen Zahlen vorkommen. Das Schöne an Kreisen ist, dass Kreise immer zueinander ähnlich sind. Also wenn ihr euch ein Rechteck vorstellt, das Rechteck kann mal so aussehen oder so oder so oder doch so. Es gibt ganz viele unterschiedliche Rechtecke, aber alle Kreise verhalten sich gleich, weil sie ja immer gleich aufgebaut sind, denn es sind offensichtlich Kreise. Es gibt nur eine Sache, die wir uns noch anschauen können und das ist die Umkehrung. Das heißt, was machen wir denn, wenn der Umfang oder der Flächeninhalt gegeben sind und wir den Radius bestimmen sollen? Kein Problem, Formel umstellen und das machen wir jetzt auch jeweils einmal. In der ersten Aufgabe haben wir gegeben, dass der Umfang 8 cm ist. Zuerst notieren wir uns natürlich zum Denken nochmal unsere allgemeine Formel und die lautet, der Umfang ist gleich 2 mal Pi mal R. Damit haben wir jetzt eine Gleichung, die wir lösen können, und zwar 8 ist gleich 2 mal Pi mal R, weil ja beides der Umfang ist. Der Umfang ist 8, der Umfang ist auch 2 mal Pi mal R, und mit dieser Methode können wir jetzt also unseren Radius R bestimmen, der etwa so aussehen könnte in der Skizze. Gut, starten wir, aber wir vergessen nicht vorher noch hinzuschreiben, dass das Ganze natürlich in Zentimetern ist. Und wie ich immer wieder sage, aber so oft wie das vergessen wird, kann es nicht schaden, spätestens im Antwortsatz dann noch einmal die Einheit erwähnen. Gut, los geht es. Was machen wir als erstes? Natürlich, wir wollen R bestimmen, also teilen wir doch einfach mal durch 2. 8 durch 2 ist 4. Und damit steht in der nächsten Reihe 4 ist Pi mal R. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache, die wir machen können, und zwar durch Pi teilen. Und das können wir auch erst wieder exakt machen. Dann wissen wir nämlich, 4 geteilt durch Pi ist gleich unser gesuchter Radius. Und natürlich können wir das noch runden, denn in der Regel wollen wir ja ein Rundungsergebnis auf zwei Stellen nach dem Komma in den Aufgaben haben. Daher schreibe ich schon mal, der Radius ist rund. Hier habe ich auch die Seiten getauscht, einfach weil es ein bisschen schöner aussieht, denn typischerweise sagt man zuerst die Lösungsvariable, dann das Rundungszeichen und dann den gerundeten Wert. Also zum Beispiel der Radius ist rund 5 cm und ein bisschen unschön, aber auch richtig natürlich ist, 5 cm ist rund der Radius. Also das hier ist einfach die Standardvariante. Wie mache ich das am schönsten? Ich gebe zuerst im Taschenrechner den Bruchstrich ein auf meinem Bruchwerkzeug, schreibe oben die 4 und unten mit Shift Sonderzeichen Pi, runde das Ganze und habe dann etwa 1,27.
und nicht 1,27 Brötchen oder so, sondern rund 1,27 Zentimeter. Skizzen sind in der Regel in Prüfungsaufgaben nicht maßstäblich. Das heißt aber nicht, dass es nicht so sein muss. Wir sehen etwa in unserem Beispiel, da soll die Skizze möglichst genau sein. Und wenn wir das mal schätzen, könnte das sein, Radius etwa 1,3 cm. Das könnte bei den Kästchen schon hinkommen. Jetzt der ganze Spaß nochmal mit dem Flächeninhalt. Der Flächeninhalt in der unteren Aufgabe ist 15 Quadratzentimeter, muss das natürlich heißen, ist uns sofort klar. Und damit wissen wir aber auch einmal die Formel. Der Flächeninhalt ist Pi mal r zum Quadrat. Und damit schreiben wir unsere Gleichung auf. Und diesmal mache ich es einfach umgekehrt, weil ich es kann. Pi mal r Quadrat ist gleich 15. Ja. Hier müsste man jetzt genau schauen, schreibe ich auf in Quadratzentimeter oder in Zentimeter. Ich bin der Meinung, es genügt, wenn wir auch hier in Zentimeter schreiben. Denn es wird ja jetzt mit den Einheiten gerechnet. Das heißt, wir halten am Ende auch Zentimeter. Aber ich kann auch einmal zeigen, wie das mit den Einheiten aussieht. Und dazu lasse ich hier einfach die Quadratzentimeter stehen. Macht es manchmal ein bisschen schwieriger, hat aber das Schöne, dass ich am Ende die richtige Einheit erhalte. Das ist natürlich besonders praktisch für die, die nie so ganz genau wissen, was man jetzt eigentlich rechnen und tun muss. Die haben dadurch vielleicht einen kleinen Vorteil. So, los geht es also. Was machen wir als erstes? Wir wollen das r wissen. Auf der Seite vom r stört das Pi, also geteilt durch Pi. Und wie oben könnte ich natürlich erst einmal exakt rechnen und später runden, aber hier bietet sich das Runden etwas früher schon an, weil das Ganze sonst schwierige Brüche werden und wir gleich auch noch eine Wurzel ziehen. Von daher runde ich jetzt an dieser Stelle. R² ist rund und hier frage ich den Taschenrechner über Bruchstrich, oben 15, unten Sonderzeichen Pi und das ist rund 4,77 Quadratzentimeter. Die Zahl kann ich gleich im Taschenrechner lassen. Der speichert sie ja in der Regel als Answer, also Antwort, und dann kann ich sie direkt ohne diese Rundung weiterverwenden. Wie bekomme ich jetzt nämlich das Quadrat weg? Dazu muss ich die Gegenoperation vom Potenzieren wählen, und zwar das Radizieren, also das Wurzelziehen. Und darum habe ich auch auf den Bruch verzichtet. Wir hätten ja auch 15 geteilt durch Pi als Bruch schreiben können. Aber durch die Wurzel wäre das dann Wurzel 15 durch Wurzel Pi geworden. Und das hätte auch keiner mehr gerne gehabt. Ich ziehe jetzt also die Wurzel und bekomme damit, der Radius ist rund. Und am Taschenrechner wähle ich jetzt Wurzel aus Answer, also die Wurzel aus meiner letzten Lösung. Und bekomme damit rund 2,185, also 2,19. Und jetzt die Einheit. Nun, wir haben Zentimeter zum Quadrat, ziehen daraus die Wurzel und damit ist die Einheit tatsächlich Zentimeter. Das ist hier immer ganz schön. Also, wenn man mit den Einheiten mitrechnet, hat man am Ende auch ein schönes Ergebnis. Es macht aber mehr Aufwand und gerade bei langen Aufgaben stört das dann einfach. Vor allem, wenn ich C und M vielleicht auch noch als Variablen habe, dann ist so ein Zentimeter sehr störend. Damit haben wir jetzt aber wirklich alles zu kreisen geschafft, denn bei euch kann nun nichts anderes vorkommen. Entweder ihr sollt den Umfang berechnen oder den Flächeninhalt oder ihr sollt den Radius aus dem Umfang bestimmen. Oder den Radius aus dem Flächeninhalt. Was will man sonst damit machen? Damit solltet ihr alles können. Schaut euch das gern nochmal an, auch mit anderen Zahlen. Und damit noch einen schönen Tag.